Method Throbeck wurde am 6. Juni 1948 in Jugoslawien geboren. Er wurde als Vampirkiller bekannt. Er war ein einfacher Bauer. Mit 14 Jahren soll er das Heu seines Nachbarn in Brand gesetzt haben. Nach seinem Wehrdienst arbeitete er für die jugoslawische Eisenbahn und wanderte nach Deutschland aus. 1974 kehrte er zurück in die Heimat. Wegen kleinerer Verbrechen verbrachte er etwa 13 Monate in Haft. Zwischen Oktober 1977 und Dezember 1979 vergewaltigte, folterte und strangulierte er in der Umgebung eines Dorfes, das im heutigen Slowenien liegt, mindestens 5 Frauen zwischen 18 und 52 Jahren. Erst nach einem Raubüberfall auf einen deutschen Touristen wurden die Behörden auf ihn aufmerksam. Der Tourist konnte eine sehr detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Throbecks Bauernhof wurde aufgesucht, um ihn zu vernehmen. Zufällig öffnete jemand den Backofen des Hauses und entdeckte dabei zahlreiche Menschenknochen, darunter ein Schädel. Angesichts der überwältigenden Beweise gestand er die Morde. Am 10. Dezember 1980 wurde er wegen 5-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde jedoch in eine 20-jährige Haft umgewandelt. 2 Mordversuche an Mitgefangenen 1988 und 1992 führten zu weiteren 15 Jahren Haft. Am 30. Mai 2006, im Alter von 58 Jahren, erhängte sich Method Throbeck in seiner Zelle, nach 27 Jahren Haft. Er hatte vermutlich kurz zuvor erfahren, dass er Prostatakrebs hatte.